So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Zelda-Part. Nun sind wir bei Part 2 in diesem Schloss. Das Schloss ist natürlich nicht gerade so einfach. Es ist doch noch der Part ist doch noch ein bisschen länger, beziehungsweise das Schloss als gedacht. Also das Schloss wird noch nicht so schnell vorbei sein. Ja, ich kann das nur bezeugen. Es gibt hier eine Falle. Im Prinzip bräuchtet ihr nur einen Schuss weniger, wenn ihr klug genug seid und durch eine verschlossene Tür später durchlauft. Aber für die, die später den Schlüssel verschwenden, weil sie in die falsche Tür laufen, sollten jetzt noch alle Schlüssel einsammeln am besten, damit sie keinen Fehler mehr machen können. Also, gut auf Kenny hören. Kenny hat nämlich immer recht. Ja, ich bin jetzt nach langen Herumrätseln endlich zum Boss gekommen. Und ich habe aber keine Magie mehr, weil ich habe alle Schlüssel eingesammelt, bin erst in die falsche Tür rein, dann hatte ich keinen Schlüssel mehr übrig, musste nochmal zurücklaufen, dann muss ich feststellen, ich hätte die zusätzlichen Schlüssel nicht gebraucht. Aber da wir ja natürlich ein 100% machen, machen wir natürlich auch alle Türen auf und sammeln alle Schlüssel ein. Also, passt ja. Habe ich Ihnen das falsch gemacht? Oh Gott. Also dieser Tempel ist auch richtig hammerhart. So, mit dem Enderhaken kann man die ganz, ganz einfach vernichten. Der Bosskampf ist gar nicht so einfach. Das gibt's nicht. Die starren an der Wand, formen sich plötzlich zu solche... So, wenn man das hat, benutzt man am besten das Buch, wenn man den Schlüssel geholt hat, um das abzukürzen. Dann kommt man gleich wieder hier hin. Oha, der Boss ist brutal. Oha, ich habe keine Magie mehr. Ich habe ihn zum Glück besiegt. Oha. So, dann schließt man diese Tür hier auf. Leute, ich sag euch, hab lieber eine volle Magieleiste, bevor ihr zum Boss geht, weil die Stacheln am Rand verwandeln sich in solche, wie nennt man das, diese Sicheln, die herumfahren und einen wegdrücken und wehtun. Die verwandeln sich so komische Sicheln, die herumfahren. So klingt. Also ich würde euch raten, bei diesem Boss echt den blauen Stab zu benutzen. Ich werde es ja bald merken. Also ich habe es ohne machen müssen und ich habe meinen roten Trank verbraucht. Also das war sowas von krank jetzt. Da kamen von allen Seiten diese Sicheln und... Da muss man noch diesen blöden Boss treffen, der noch Strahlen auf einen schießt. So, hier gehen wir jetzt erstmal rein und hier ziehen wir erstmal diesen Hebel, der ist natürlich ganz wichtig. Und ich warte mal wieder auf dich, Kollege. Mach das. Ich werde leider noch ein bisschen brauchen, ich bin noch nicht ganz so weit wie du. Ja, aber wenigstens habe ich das Geheimnis gelüftet. Ich gehe mal ein bisschen voraus, damit wir das auch sicher schaffen hier. Ich gehe jetzt unten durch den Gang gleich raus, wenn ich nach oben und links noch den Schlüssel geholt habe. Also oben rechts. Okay. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne noch eine Fee einfangen und mir noch wieder ein paar Tränke holen, weil diese Herumrätselerei, also Herumschnüfflerei kostet ganz schön Kraft. Mach das. Autsch. So, hier haben wir noch einen zweiten Schlüssel geholt. Den Schlüssel kriegt man, wenn man runtergeht und was freigesprungen hat, kriegt man der dritte Schlüssel, oder? Oben ist einer und in dem Raum, wo du vorhin drin warst, wenn du die Statue da auf den Schalter schiebst, musst du nach links gehen. Da hast auch nochmal einen Schlüssel. Also wenn du in das Loch reinfällst, dann musst du runterspringen und dort unten musst du die Statue auf den Schalter verschieben, dann links ist ja noch ein Schlüssel. Ah, du hast... Und dann hast... Den hast du geholt? Ah, jetzt hat sich die Tür gesperrt, verdammt. Und hast du zwei Schlüssel jetzt, bevor du rausgehst? Yep, hab ich. Dann, wenn du es freigesprengt hast, geh nach... unten und dann müsstest du dann noch... Oh, das gibt's doch nicht. Hey, ich will da zurück. Ich hasse diesen Tempel echt. Den mag ich irgendwie auch nicht.
Gibt es überhaupt einen Tempel, den wir... Och nee, jetzt schiebe ich den Stein auch noch falsch. Oh, ist das ein Scheiß, ey, ich sag's dir. Also wenn du zwei Tempel hast, könntest du eigentlich ja auch... Warte mal. Mach mal das Ganze schlau, mach mal wieder, geh mal wieder zu mit dem Buch, so. Ja, dann, wenn du schon zwei Schlüssel hast jetzt, wenn du jetzt schon zwei Schlüssel übrig hast, kannst du eigentlich raus, glaube ich. Es gibt ja nur zwei Schlüssel. Und dann kriegst du noch einen nach dem Mini-Boss-Kampf. Soweit ich weiß. Ah, oh, jetzt wird die Gegner erstmal wieder besiegen. Oh, das schubst du mich auch noch runter, ey. Das gibt's doch nicht. Was ist jetzt los? In diesem Part, ey, bin ich total scheiße. Dieser Tempel ist scheiße. Okay, der Tempel ist einfach nur scheiße. Glück gehabt, ey. Noch schnell genug gedrückt. Also... ich hab genug von diesem Tempel. So, draußen befindet sich nichts mehr, aber ich ramme trotzdem mal mit diesem Baum an. Okay. Hm. Ah, je, yeah, jetzt bin ich beim nächsten. So, jetzt bin ich bei diesem Halbboss. Sehr schön. Der blaue Stab ist ganz wichtig, weil ich das ist so blöd, wie die Steine auf einen fallen dabei. So, jetzt braucht man den blauen Stab. So, haut diese Augen zusammen, wie ihr könnt. Einfach immer drauf. Am besten alle in eine Ecke sperren und schlagen. Und Hintern versohlen. Versohlt ihn den Hintern. Bin ich gerade dabei. Boah, wie viele Treffer die brauchen, ey. Die sind ganz schön stark. Ja, ich merke, ey. Kein Auge ist bis es tot, ey. Meine Magie schleicht am Arsch. Dein Auge mal weg, ey. Oh, die halten ganz schön was aus. Das Spiel ist echt nicht zu schwach, ne? Merke ich so langsam. Jetzt bin ich beim Schlüssel. Ja, gut so. Jetzt kannst du natürlich rechts die, den Schlüssel öffnen, aber da in dem Raum musst du nichts mehr machen. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Jetzt gehe ich mal wieder nach oben. Ja. Boah. Und jetzt können auch die Leute, die ihre 100% jede Tür offen haben wollen und so weiter, die so pingelig sind, natürlich jetzt auch sehen, wie das funktioniert. So, jetzt bin ich in dem blöden ersten Raum, aber da sieht es wieder ziemlich übel aus. Ja, da kannst du dich rüberziehen, glaube ich, dieses Mal. Über den Schädel, jetzt wo das Auge tot ist. Ich bin jetzt nach rechts. Rechts? Und dann ziehst du dich höher? Also du musst dich hochziehen? Das mache ich. Und für die, die es nicht gewusst haben, für die, wo jetzt einen Speedrun machen wollen, hätten statt nach rechts einfach nach oben durch die verschlossene Tür hätte gehen können, aber wie gesagt, das hier ist kompletter 100% Run mit einem Herz sein und so weiter. So, jetzt gehe ich die zweite Tür oben durch. Ja, und dann geht's nach oben. Und dann hast du alle Schlüssel verbraucht. Aber das ist ein großer. Wo geht's denn nach rechts? Nach rechts geht's zum Endboss und oben geht's dann zu einem anderen Raum. Was, nach oben geht's zu einem anderen Raum? Ja, da führt dich nicht weiter. Und rechts oben ist dann der Endboss. Ach du meine Güte, da ist ein Auge. Ja. Ich will das
nur noch eins zum Endgegner und ich bin mein Endgegner jetzt. Hast du deine Magieleiste wenigstens halbwegs gefüllt? Yep, nicht gefüllt. Mit der Endgegner wäre echt brutal ohne blauer Stab. Ja, ich habe ihn ohne blauen Stab bekämpfen müssen. Bei mir sind zwei rote Tränke draufgegangen, deswegen. Was? Ja! Ich hab noch 4 Herzen gehabt! Schau doch mal, die Sicheln da aus der Seite kommen. Das ist krank! Wie willst du das ohne blauen Stab mit der Schnur? Ich habe ihn besiegt! Jawohl! So Leute, das war's! Mal gucken, was uns die nächste süße Prinzessin zu sagen hat, aber jetzt muss ich mich leider etwas beeilen, weil der Part etwas drückt. Okay, ich sehe gerade, Part 24 ist gerade hochgeladen. Sehr schön. So, was hat denn die süße Prinzessin zu sagen? Bei Rutors Festung. Ich habe diese Aufzeichnung gemacht, für den Fall, falls ich mal Datum zurückkehre. Es gab immer die Frage, wie Menschen zwischen den Welten getrennt wurden. Diejenigen, die die Macht des Triforces begehrten, wurden während des Krieges in den Turm gelockt. Sie verschwanden aus dieser Welt, aber ich glaube, sie existierten noch in der alternativen Realität, einer Parallelwelt. Wenn man so will, als der Krieg vorbei war, verschloss der Held das Portal zwischen den beiden Welten. Wir wissen nicht, wie die andere Seite ist. Es könnten Ruinen sein, es könnte harmonisch sein, es könnte nichts sein. Ich hoffe nur, wir kommen alle sicher zurück. Mein Name ist Fira und ich habe den zweiten Hinweis. Du wirst durch unrechte Dinge laufen in den Räumen 438. Ende meiner Aufzeichnung. Nein, brauchst du nicht wiederholen. Danke, Prinzesschen. Oh ja. Jetzt habe ich ja schon mal ein bisschen Dampf gegeben. So Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Part wieder dabei sein würdet. Danke fürs Zusehen und ciao. Ciao.